Heute, was geht ab, Leute? Donnerstag. Ich treffe mich später mit Spieletrend und einem anderen Kollegen. Gestern mit meinem Ghostwriter getroffen und seinem Kollegen. Zwei Leute leider nicht getroffen. Jaffa ist der eine, TBT Gründungsmitglied und eine Freundin. Die musste gestern leider länger arbeiten, meinte sie, und hat es dann nicht mehr geschafft. Ansonsten habe ich eigentlich alles erledigt. Heute geht es zum besten Schnitzel Wiens. Und dann, wie gesagt, nachmittags treffe ich mich mit Spieletrend, aber das ist dann alles off-camera für euch. Und dann morgen nochmal fährt, eine fette Ladung und dann ab nach München. Also ich habe eigentlich alles getan, meine alte Hut abgecheckt, bisschen in Erinnerung, Leute getroffen, Döner probiert, Bubble Tea probiert, Schnitzel probiert, passt. Bisschen Kunst, bisschen Sightseeing noch, Museumsquartier. Gehen wir hier noch ein bisschen spazieren, weil es ist auch ein Ticken zu früh für Schnitzel. Weil ich könnte schon eins vertragen, aber wir warten noch ein bisschen. Das schaut aus wie irgendwas Wichtiges. Das müssen wir abchecken, glaube ich. Ja, wo sind wir hier? Das sieht anders mächtig aus hier. Das sieht auch irgendwie wichtig aus. Fettes, krasses Tor. Da steht Weltmuseum Wien. Hier edles, goldener Zaun. Ja, gibt schon viel zu sehen. Aber das ist, steht nicht auf unserer Liste. To-Do-Liste in Wien. Sightseeing ist unterste Priorität, Leute. So, da vorne ist der Laden. Erster Bezirk. Bisschen feiner, ich weiß gar nicht, ob ich mich einfach hinsetzen kann, weil ich habe nichts reserviert. Aber anscheinend geht es auch to go. Dann müssen wir halt to go. Penner-Style. So, war kein Problem ohne Reservierung. Ich habe trotzdem einen Sitzplatz. Wir gönnen uns eine kleine Vorspeise. Oh, ich hätte noch eine Suppe bestellen sollen. Ah, nee. Nicht zu viel. Echt nicht zu viel, weil sonst. Wir gehen ja später noch mit Spieletrend und so essen. Nicht übertreiben, vielleicht holen wir uns auch noch einen Pferddöner oder so. Lieber nicht zu viel. Hauptsache erstmal das Schnitzel. Da muss man sich echt zügeln. Neue Stadt, so viel, was man probieren will, testen will. Die Augen funkeln. Aber da muss man sich echt ein bisschen zurückhalten. Auch beim ersten Tag, wo ich direkt zwei Döner von dem Laden geholt habe. Einer hätte es auch getan. Aber mega schöner Laden. Super saftig, Leute. Mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Der geht raus an Bargisch. Der kann so gar nicht, mag Knochen und sowas, Rückenmark und sowas abhaben. Und Chong und ich und Tati reden immer davon, wie saftig das ist, Mann. Und das sieht echt krass aus. Ja, ich kann nicht so essen, wie ich normalerweise Knochenmark essen würde. Alter, ihr wisst, wie Asiaten das essen würden. Ich bin limitiert, Leute.
kann ich so essen, wie ich es normal essen würde. Also extrem lecker. Hat hinter mir gehört, der Herr hatte den Apfelsaft bestellt, weil der irgendwie bekannt hier ist. Da habe ich direkt gesagt, hey, ich nehme den auch. Wow. Ja, ja. Das ist der Schnitzel, Leute. Hauchdünn. Erdäpfel heißt es hier. Speiseberger, ein bisschen mehr. Extras. Das muss natürlich sein. So. Wow, hauchdünn. Ey, ich musste fast nicht schneiden, nur Messer drauflegen. Ja, das ist das beste Schnitzel, was ich in meinem Leben hatte. Das ist echt so zart, man. Muss es kaum schneiden. Wow, wow, wow. Ich gönne mir jetzt, Leute. Was soll ich zu dem Schnitzel sagen? Das ist ja mega. Zart. Saftig. Unbeschreiblich, man. Man muss es testen. Krass, man. Man muss es einfach nicht schneiden, man. Leg nur das Messer drauf. Ja, bitte. Wir haben noch eine große Portion. Wow. Wetter war ein bisschen zu, als ich saß in der Sonne. Das hat schon reingehauen. Alter, es war so lecker. Es war gar nicht mal so viel, also das Schnitzel und Erdapfel, aka Kartoffelsalat, Alter. Und das war's. Mehr habe ich gar nicht gegessen und ich bin so anders voll. Boah, mir geht's gerade richtig Schuss auf meinen Magen, Alter. Aber wow, 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 wow. So ein saftiges Schnitzel, Alter. So saftig, Alter. Spazieren gehen, noch verdauen. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Volksgarten, irgendein Garten. Das ist irgendwas mit Schmetterling, habe ich gehört. Das soll krass sein. Das ist das Geile an der neuen Stadt. Du läufst einfach rum, entdeckst neue Sachen. Bei in München, ich kenne jede Ecke, Mann. Das haben wir eigentlich auch. Im Botanischen Garten sowas. Ich bin random in ein Museum gegangen, aber das Museum sah anders krass aus. Genau da will ich hin, Leute. Dinos. Zu saftig, Mann. Sieht schon geil aus. Dreh mal schnell eine Runde. Zweiter Stock. Okay, ich check schon. Zwei Runden drehen. Okay. Okay, das ist echt ein krasses Museum.
diese Mineralien und so interessieren mich jetzt nicht. Im Vorgang war noch so ein bisschen Gold und sowas. Ihr wisst, Edelmetalle, gute Investition. Oh mein Gott, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Oh mein Gott, Leute. So ein Museum wollte ich schon immer mal abchecken. Mit Dinos oder? Spiculus Sporum. Ein Ceratops. Gott, Leute, vorbei, Mann. Das ist auch geil, Leute. Was da hier drauf will? Dann leuchtet das irgendwo auf. Wo ist das? Ah, hier. Der große weiße Hai, Digga. Mein Gott, so ein geiles Museum. Also ich habe die normalen Tiere jetzt ausgelassen, habt ihr nicht gesehen. Also ich habe es nicht ausgelassen, aber ihr habt es nicht gesehen. So Elefanten, Bären, Krokodile. Ne, Krokodile habt ihr, glaube ich, noch gesehen. Haie, irgendwelche Vögel, war echt mega. Giraffen, also richtig geiles Museum. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super, oder? Shit, Leute. Ich habe nur noch das, um als Trinkgeld zu geben für dieses Zimmermädchen. Wollt ihr 15 geben oder was weiß ich, was ich hier habe, 13? Die 10, aber den 10 habe ich jetzt dann ausgegeben, wo ich mit Spielertrend unterwegs war. Habe ich euch erzählt, dass ich mich mit Spielertrend getroffen habe? Und mit einem anderen Kollegen, Kuss geht raus an Nico Brokic. Hat sich spontan doch noch Zeit für mich genommen, was halt echt korrekt ist, weil das hat nicht jeder. Okay, klar, hätte sich jeder gemeldet und was mit mir gemacht, dann wäre sich das gar nicht ausgegangen. Aber ein paar Leute haben schon mal einen Respekt verloren und ein paar Kuss geht raus. Wie Spielertrend und Nico. Ex-Yugi-Spieler. Ich kenne ihn von Yugi, aber auch aktiver, professioneller Pokerspieler. Und ihr wisst, früher habe ich auch Poker gespielt und dann, und als ich dann wieder in München war, hat er sich mal bei mir gemeldet und dann ein bisschen was von Poker so gelernt und so. Und dann ist er halt seinen eigenen Weg gegangen und das ist relativ erfolgreich. Und Spielertrend, super nett, immer noch korrekt. Also das war unser erstes richtiges Treffen. Davor hat man sich hier und da mal gesehen, aber nicht wirklich was ausgemacht. Und ich war schon ein bisschen nervös und ja, war super nett, er war nett, ganz normaler Mensch, also man hat schon so eine gewissen Respekt vor Leuten mit so vielen Abonnenten, aber ich weiß selber, er ist ein ganz normaler Typ, wir sind eigentlich auch gleich alt, ich hoffe, ich habe jetzt sein Alter nicht geleakt, ich hoffe, das war kein Geheimnis, deswegen, man hat sich gut verstanden, es war nett, sich endlich mal Zeit genommen zu haben, miteinander geredet haben. Wir haben viel auch, viel privat, also hätte gar nicht damit gerechnet, dass er sich so öffnet mir gegenüber. Davon werde ich euch natürlich absolut gar nichts erzählen, aber war cool, korrekter Typ.
Man sieht sich hoffentlich bald in München. Das war's von mir und Tag 3, super soft Schnitzel gegessen. Und das beste, echt das beste Schnitzel, was ich bisher in meinem Leben hatte. Mich mit zwei Kollegen getroffen, Kuss geht raus an alle. Und morgen, nächster Tag, letzter Tag, ja, wir holen einfach nur Fiat Döner ab. Falls es klappt, mit der Zeit, falls er da um die Zeit schon offen hat. Und dann fahren wir mit den ganzen Döner nach Hause, nach München. Und dann gibt's da Primetime. Das war's von mir. Ah, oh, ich wollte euch immer noch was erzählen. Das habe ich am ersten Tag von Wien, wollte ich das schon erzählen. Ich erzähl's im letzten Video, okay? Kein Clickbait, also ich will euch nicht irgendwie locken. Jetzt passt es halt nur nicht mehr rein. Also ich sag das, hoffentlich, wenn ich dran denke, im Video vom Freitag. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, Serious Business, Cashflow generieren, Bitcoin, DFI, dies, das, ihr wisst Bescheid.